Hallo! Hallo! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Floriana, einer neuen Woche mit neuen Abenteuern. Wir befinden uns hier übrigens in der Nähe von Katerini und haben die letzten beiden Tage mit Leonie und mit Alex verbracht. Einige von euch kennen diese beiden auch aus unseren letzten Videos. Ich verlinke die beiden mal hier mit Instagram, könnt ihr gerne mal reinschauen. Und wir sind letzte Woche nicht nach Thessaloniki reingefahren. Wir dachten halt, dass wir die dort besuchen. Aber es ist hier in der Nähe von Katerini, eine Stunde von Thessaloniki entfernt. Das haben die beiden uns vorenthalten. Genau. Ja. Genau. Und bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Achso, okay. Eigentlich war unser Plan, eine Woche hier in Griechenland noch zu verbringen. Wir haben noch einen letzten Punkt auf der Liste gehabt, den wir auf der Hinfahrt sozusagen in den Süden ausgelassen haben. Dann haben wir gedacht, machen wir nochmal auf dem Rückweg. Genau. Aber das ist so ein bisschen mehr in den Bergen und aktuell ist das Wetter so ein bisschen gekippt. Es regnet aktuell hier. Und dann haben wir gesagt, naja, das macht dann nicht so viel Spaß, in den Bergen da rumzumatschen im Regen. Deswegen haben wir gesagt, okay, machen wir dann beim nächsten Mal, wenn wir nochmal auf dem Weg hier irgendwie vorbeifahren oder nochmal hier sind. Und haben uns dazu entschlossen, tatsächlich heute Griechenland zu verlassen. Heute, wir können es selbst nicht glauben, aber wie ihr wisst, wir sind schon wirklich eine Weile hier. Es sind fast 6 Monate, wir können es selbst nicht glauben. Und ja, wir haben gedacht, es wird langsam Zeit. Ja. Genau, und des Weiteren haben wir auch spontan gesagt, es war ein Zufall, dass Leonie und Alex auch diese Woche sich sozusagen auf den Weg machen Richtung Deutschland. Dann haben wir gesagt, perfekt, dann schließen wir uns doch einfach an und fahren auch mit, denn zu viert macht es natürlich mehr Spaß als zu zweit. Auf jeden Fall. Und deswegen schließen wir uns an und wir fahren heute tatsächlich zusammen, gemeinsam mit den beiden, über die Grenze und zwar nach Nordmazedonien. Da waren wir noch gar nicht. Ja. Ja, und Carlsson steht hier im Hintergrund schon bereit an der Straße. Hier ist gleich ein Café, das Bruno. Ja. Da gehen wir nochmal rein, holen uns ein kleines, ein kleines Käffchen. Und dann starten wir aber auch. Genau, und dann geht's los. Wir nehmen euch natürlich dabei mit und reisen dann sozusagen nicht nur zu viert, sondern mit mehreren. Genau, mit euch gemeinsam im Gepäck. Und wir sind gespannt, was uns auf dieser Tour in den Norden alles erwartet. Und und euch wünschen wir jetzt ganz viel Spaß beim Schauen. Genau, viel Spaß. Käffchen? Ja. Alles Wichtige jetzt dabei und sind sozusagen startklar. Stopp, warte mal. Hä? Die beiden fehlen doch noch, Leon und Alex. Ah, die müssen wir noch warten. Stimmt, auf die beiden müssen wir noch warten. Ja. Die kommen gleich. Und dann geht's los. Vor der Grenze zu Nordmazedonien und ja, wir sind schon gespannt, wie es jetzt hier vonstatten geht. Mal schauen. So, jetzt sind wir gerade in Nordmazedonien angekommen, über die Grenze gefahren. Wir mussten unsere Pässe zeigen, den Fahrzeugschein und ganz wichtig von der Versicherung hier die grüne Karte. Die heißt eigentlich nicht mehr grüne Karte, es ist halt einfach nur eine internationale Versicherungskarte, dass wir versichert sind.
Ist auf jeden Fall ganz wichtig. Auch in ausgedruckter Form braucht ihr das. Also digital reicht meistens nicht aus. Ja, und war auf jeden Fall eigentlich ziemlich easy. Also eigentlich recht einfach. Hätte es mir anders irgendwie vorgestellt, auch mit Durchsuchungen und hier und da und haben ja schon einiges gehört. Vielleicht haben wir Glück gehabt. Genau. Kurzer Zwischenstopp an der Tankstelle. Wir haben jetzt gerade eben einmal wieder vollgetankt. Ja, wir sind eigentlich schon fast durch Nordmazedonien und fahren, glaube ich, heute auch noch nach Serbien rein. Wir haben jetzt getankt, 52 Liter für 4.059. Ich kenne die Währung nicht. Und ja, also wir haben jetzt an der Mautstelle gesehen, dass 100 ungefähr 2,50 Euro sind und der Liter kostet hier 78. Gut, einmal Beine vertreten und dann geht es aber auch hier direkt wieder auf die Autobahn. Wir sind jetzt quasi durch Mazedonien durchgefahren, innerhalb von, ich weiß nicht, so 3 Stunden, oder? Ja. So ungefähr 3 Stunden. Genau, und jetzt nähern wir uns der serbischen Grenze. Genau, und schau mal, was hier so los ist. Hier ist gar nichts. Hier scheint gar nichts los zu sein. Okay. Oder war das die Grenze? Ja, das ist die Grenze. Vorbei. hä? Okay. Dann würde ich sagen, sind wir in Serbien. Einfach durchgefahren. Juhu! Einfach durchgefahren. Ah, da. Ah. Das war wohl nichts. Das war nur Fake. Also. Das war nur die Einfahrt, die Auffahrt von der. Ja, hier ist richtig. Genau, also. Naja. Ach, guck mal, da sitzt ein Hund. Ah, da sind mehrere. Guck mal. Sieht man, wie viele Hunde. Guck mal, wie der Hund da sitzt und bettelt. Guck dir das mal an. Denn ihr seid ja süß. Hi. Siehst du, guck mal, wie lustig die aussehen. Guck mal. Oh. Und nun, was bekommen wir? Oh, wir haben leider nichts hier. Wir haben leider nichts für euch. Da. Bitte eine Maiswaffe raus. Guck mal, 2 Tappis. Hier. Ja. Hier. Hi. 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 Ihr seid bestimmt die Eltern, oder? Guck mal. Es werden immer mehr Hunde, die wollen alle was essen. Oh. Wo ist denn das Futter? Sollen wir das nach vorne holen? Oh, müssen wir mal rausholen. Hi. Och, guck dir die mal an. Okay. Achso, ja, ich hab den. Schon gut.
So, es ist mittlerweile schon dunkel geworden und wir sind in Serbien unterwegs in einem Dorf und wir sind auf der Suche nach einem Stellplatz. Und es gestaltet sich etwas schwierig, weil wir ja kein Internet haben und die Park4Night-App nicht nutzen können sozusagen. Und ja, es ist zwar richtig abenteuerlich, aber wir haben bisher noch nichts gefunden. Mal gucken, ob wir was finden. So, wir haben einen Parkplatz gefunden und zwar stehen wir hier am Sportplatz und Basketballplatz. Ist so ein kleiner Betonparkplatz. Ist schon dunkel, man kann es nicht so gut sehen. Morgen zeigen wir auf jeden Fall mal genauer, wo wir hier stehen. Und das Örtchen hier heißt übrigens Aleksinac in Serbien. Wahnsinn, dass wir jetzt schon in Serbien sind. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Gute Nacht und ja, wir hoffen, dass wir hier eine ruhige Nacht haben. Guten Morgen. Guten Morgen aus Serbien, ja. Und zwar aus Aleksinac. Ja, hinter uns ist der Parkplatz, da stehen die beiden Autos und den wollten wir euch ja noch mal zeigen im Hellen. Und wir wissen jetzt nicht, wie viele Einwohner Aleksinac hat, weil wir nicht googeln können, wir haben ja keinen Empfang. Ja, also wir wissen nicht, ob Aleksinac eine Stadt ist oder ein Dorf. Doch, von oben sah es schon sehr groß aus, okay. Ist eine Stadt. Aber ich glaube, wir sind so ein bisschen außerhalb davon, weil hier ist es so ein bisschen ländlich, auf jeden Fall total urig und ich finde sowas ja immer total spannend. Das ist ganz anders als Griechenland. Und ja, wir haben uns jetzt gedacht, wir gehen auf jeden Fall mal kurz in die Stadt rein, denn das ist hier gleich um die Ecke und schauen uns das auf jeden Fall mal an, bevor wir weiterfahren. Ja. Also, los geht's. Thank you.
No, no, Ruski. Ruski. Pa vi ste naši. Vi ste naši, Rusi. Vi ste naši. Naši. Vi pa ruski razgovarili? Da. Da? Ja pa njim naši. Da, njim Rusi. Ne. A on? Rus? Ne, German. Svi ste mi naši. Svi. Du sollst dir die Haare hier schneiden lassen, Flo. Hier Haare schneiden lassen? Ja. Ja, mach das schon professionell. So, Leonie und Alex tanken jetzt nochmal und solange wir warten, wollten wir euch nochmal ein kleines Fazit zu, wie hieß das nochmal? Alex Sinac geben, genau. Also wir fanden das super spannend, weil es wirklich so eine komplett andere Welt ist, so wie wir sie kennen. Es hat uns so ein bisschen an Ulcin in Montenegro erinnert. Wer unsere Videos kennt, der weiß wahrscheinlich, welche Stadt wir meinen. Die alte Hauptstadt von Montenegro. Genau. Und aber es war halt noch mal ein bisschen anders, ursprünglicher, noch ein bisschen, wie sagt man, also älter vielleicht auch. Ja, ne? Älter, also es kam älter. Halt wirklich so einem vor wie aus einer anderen Welt irgendwie und vor allem aus einer anderen Zeit. Ich finde sowas ja super spannend, also solche Orte, die noch super authentisch sind und halt eben nicht so, ja, so einen Tourismus halt eben haben. Also ich finde das immer super spannend. Ja, wir wurden nur beobachtet, angeguckt, ja, weil wir schon die Einzigen waren, die nicht so richtig reingepasst haben mit der kleinen Kamera. Mit der Kamera in der Hand. Alle immer so, hä, was machen die denn da? Und ja, die haben uns halt natürlich auch so ein bisschen gefragt, ob wir vom Fernsehen kommen, immer gleich televisiert. Ja. Hat uns sehr gut gefallen. Also wer von euch durch Serbien fahren sollte, dann würden wir auf jeden Fall empfehlen, da auch mal Halt zu machen oder auch allgemein sich das Land mal anzugucken. Also wir haben jetzt nicht die Zeit, uns das ganze Land anzugucken, aber vielleicht beim nächsten Mal.
wenn wir nochmal frisch unterwegs sind. Und Alex Schienak liegt auch an der Autobahn direkt durch. Da fährt man eh dran vorbei. Genau, genau. Ja. Ja, und jetzt geht's für uns weiter. Heute haben wir uns vorgenommen, bis nach Kroatien durchzufahren. Genau. Circa 4 Stunden. Und ja, mal gucken, was wir da so vorfinden. Richtig. Also, wir fahren gleich los. Wieder mal Autobahn. Und ihr beobachtet. Bis später. Wer ist denn hier bei uns? Wir haben heute einen Besucher oder eine Besucherin. Und der Engel. Ja, Enya wollte heute mal mit uns fahren. Deswegen. Hallo. Deswegen sind wir mal kurz zu dritt. Wir bezahlen jetzt Maut. Und zwar haben wir heute Morgen, als wir auf die Autobahn gefahren sind, das Ticket gezogen. Und wenn man von der Autobahn wieder runterfährt, dann bezahlt man Maut. Das machen wir jetzt. Und gestern haben wir insgesamt 25 Euro bezahlt. Sind auch eine ganze Strecke gefahren. Grenze. Das heißt, wir verlassen Serbien und fahren wieder zurück in die EU, und zwar nach Kroatien. Da waren wir schon lange nicht mehr. Ich glaube, das war Juli, August, ne? In der Hochsaison. August, wenn ihr euch erinnern könnt, waren wir in der Hochsaison in Kroatien. Eieiei, das war ein Erlebnis. Und ja, also diesmal ist auf jeden Fall keine Hochsaison, es ist auch noch nicht heiß. Wir werden auch nicht allzu lange bleiben diesmal, aber auf jeden Fall geht's erstmal nach Kroatien. So, und das war's auch schon. Das war ganz kurz und schmerzlos und wir alle drei sind gut über die Grenze gekommen. Und nicht mal gebellt hast du. Nee, Enya hat nicht mal gebellt.
Wir sind jetzt angekommen an unserem allerersten Stellplatz hier in Kroatien. Und zwar stehen wir in der kleinen Stadt Slavonski Brod, direkt an der bosnischen Grenze. Ist so eine riesige Grünfläche. Man kann es noch ganz gut sehen. Noch ist es hell, wird aber auf jeden Fall zügig dunkel. Und jetzt verkrümeln wir uns mal in unseren Carlson. Und dann geht es hier morgen früh weiter. Gute Nacht. Guten Morgen. Ja, wir haben ganz gut geschlafen. War auf jeden Fall sehr ruhig hier. Gestern Abend kam noch mal kurz ein Polizist an, wollte unsere Ausweise sehen. War natürlich hier gleich nur, ich keine Ahnung, 150 Meter entfernt die bosnische Grenze ist. Und anscheinend kontrollieren die öfter hier. Ja, genau. Und jetzt haben wir hier weiter. Und heutiges Ziel ist tatsächlich rein nach Slowenien in die Nähe vom Bleder See. Da waren wir ja auch schon einmal. Also, dann packen wir jetzt zusammen. Wetter, ja, ist nicht gerade so angenehm. Es ist düster, Nieselregen und auch gar nicht mal so warm. Es ist, glaube ich, 11 Grad aktuell oder 10 Grad, irgendwie sowas. Aber naja. Ab in Carlson, da haben wir Klimaanlage, machen uns das schön warm und dann ab auf die Autobahn. Sind wir auch schon an der slowenischen Grenze und so wie wir es gewohnt sind in der EU, können wir wahrscheinlich einfach so durchfahren. Stand da auf jeden Fall gerade eben. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte geschafft und jetzt nochmal 190 Kilometer bis zum Bleder See und dann suchen wir uns da einen Parkplatz oder aber wir fahren noch ein bisschen weiter, mal schauen. Da sind wir. In Slowenien. In Slowenien, im Winter angekommen. Boah, ist das kalt hier. Ja, ich glaube irgendwas mit 9 Grad oder sowas. Wir sind in der Nähe vom Bleder See, stehen hier an einem Fluss und bleiben hier jetzt die Nacht. Und mal gucken, ob es kalt wird. Wir haben auf jeden Fall unseren kleinen Heizlüfter. Da können wir ein bisschen heizen heute Nacht, weil es soll nämlich 4 Grad werden. Mhm. Ja, genau. Ja. Genau, und morgen geht es dann weiter, auf jeden Fall in Österreich rein. Mhm. Und dann gucken wir mal, wie weit wir morgen kommen. Ja. Wir gehen jetzt in Carlson, heizen die Bude auf und machen uns was zu essen. Und dann ist Feierabend. Wir sind heute, glaube ich, Video schneiden muss ich noch. Ach so, ja. Genau. Aber wir sind, glaube ich, 4 Stunden heute gefahren. 4 Stunden, ja. Genau. Ja. Das reicht auch. Das am Tag 4 Stunden, das ist eine gute Zeit. Ja. Morgen wieder 4 Stunden. Dann wieder 4 Stunden. Und dann sind wir da. Und dann fahren wir wieder zurück, weil es uns hier zu kalt ist. Das werden wir nicht tun, nein. Okay, sehen wir uns morgen wieder. Morgen. Tschüss.
Guten Morgen und herzlich willkommen aus Deutschland. Wir können es selbst nicht glauben. Und außerdem, wir haben tatsächlich blauen Himmel und Sonnenschein, wie ihr sehen könnt. Das hätten wir wirklich nicht erwartet, als wir hier gestern angekommen sind. Und wir können das selbst noch gar nicht glauben, dass wir wieder in Deutschland sind. Es fühlt sich noch gar nicht so an. Wir haben das selbst noch gar nicht realisiert. Aber wir sind tatsächlich in Deutschland. Wir sind angekommen, ja. Und wir haben eine ganz schöne Tour hinter uns. Denn wir sind in Nordgriechenland gestartet, rein nach Nordmazedonien. Dann von Nordmazedonien rein nach Serbien. Von Serbien dann weiter nach Kroatien. Von Kroatien dann nach Slowenien. Von Slowenien dann nach Österreich und von Österreich sind wir in Deutschland reingefahren und sind jetzt hier in Rosenheim. Hier waren wir schon einmal. Und wir haben insgesamt 1544 Kilometer zurückgelegt und haben insgesamt 121,43 € Maut bezahlt. Denn sie sind durchgehend Mautstraßen, also Autobahn gefahren. Ja. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum sind diese beiden Dussel so schnell nach Deutschland durchgejagt, obwohl es in Griechenland ja so schön war. Und ja, das stimmt, Griechenland war super schön und es hat uns auch super gut gefallen. Aber wir sind tatsächlich ja schon seit 8 Monaten durchgehend unterwegs und ja, uns ist einfach die Luft ausgegangen. Also die Luft war wirklich raus. Wir haben gemerkt, wir sind so ein bisschen reisemüde. Wir können auch nichts mehr aufnehmen, weil irgendwann ist der Erlebniseimer einfach voll und man kann einfach nichts mehr aufnehmen. Der Erlebniseimer, hört sich super an. Ja, ist ja so. Genau, und deswegen haben wir spontan beschlossen, einfach mit Leonie und Alex mitzufahren und uns eigentlich ja auf den schnellsten Weg nach Deutschland zu machen, denn hier kommt jetzt der Frühling, wie ihr sehen könnt. Und ja, und da wir ja auch diesen Sommer ja auch schon wieder ein neues Abenteuer geplant haben, es geht nämlich für uns nach Skandinavien, haben wir gesagt, wollen wir den Frühling auf jeden Fall in Deutschland verbringen, um so ein bisschen Zeit auch für unsere ja, Familien und Freunde zu haben, die wir jetzt schon länger nicht gesehen haben. Und ja, bis es halt wieder losgeht. Außerdem gibt es noch einen weiteren Punkt, warum wir jetzt ganz schnell nach Deutschland gejagt sind. Aber den erzählen wir euch erst in einem späteren Video, wenn es wirklich spruchreif ist. Des Weiteren zeigen wir euch im nächsten Video unser Fazit von Griechenland, ob es sich wirklich lohnt, in Griechenland zu überwintern, was wir gut gefunden haben in den 6 Monaten Griechenland, was wir nicht so gut gefunden haben und so weiter und so fort. Genau. Und ja, gestern haben wir Leonie und Alex auch hier in Rosenheim verabschiedet. Die beiden sind weitergefahren Richtung Mannheim, sind auch schon am Zielort angekommen, also alles soweit gut. Und ja, wir beide sitzen jetzt hier in Rosenheim auf der Bank und beenden auch dieses Video. Hat wie immer Spaß gemacht, euch mitzunehmen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, teilen, weitersagen und den Abonnieren-Button drücken. Der ist kostenlos, der hilft uns, unterstützt uns. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare und schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wenn euch aufgefallen ist, wer oder was hier in diesem Video fehlt. Gefehlt hat. Gefehlt hat. Ja, folgt uns auch gerne bei Instagram. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Genau, bis dahin wünschen wir euch einen schönen Sonntag. Hoffentlich schönes Wetter mit ganz viel Sonnenschein. Und bis bald. Bis bald. Tschüss.